Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen und Frau Ministerin Schulze. Sie geben leider keine Antworten, sondern redeten hier eben weitgehend am Thema vorbei mit alten Redebausteinen und alten Phrasen. Dazu hätten Sie eigentlich hier nicht ans Pult treten müssen. Die kannten wir ja schon. Doch zu den beiden Antragstellern. Andererseits, Sie interessieren sich ja leider nur für den Skandalgehalt, die Affäre. Und Herr Berger, schwächste Ministerin ist leider kein Antrag. Die CDU legt einen Sammelsurium-Antrag vor, der sich in seiner Beliebigkeit des Doof-Findens und Bashings dann eigentlich auch gar nichts mehr aussagt. Und Herr Berger, positive Schlagzeilen sind Mangelware. Auch das ist eher eine selbsterfüllende Prophezeiung und ein Antrag an die Presse. Der FDP-Antrag beginnt auch mit dem Fokus auf die politische Persönlichkeit Svenja Schulze und arbeitet mit Fingerzeig und Schadenfreude. Und da muss ich aber auch sagen zu Herrn Bell, wenn wir schon pauschalisieren und Vorurteile bedienen, das mit der Polemik kann mal allen Politikern passieren, ob nun bei Akademikern oder nicht. Ich will mal konstruktiv sein. Ja, es gibt eine offene Frage abseits der strafrechtlichen Untersuchung. Die ist auch noch nicht ganz beantwortet. Gab es Hochschulen, die am Samstag, nachdem sich die Ministerin mit den Hochschulvertretern traf, nicht Bescheid wussten und blieben bei diesem Gespräch Fragen offen? Dieses Gespräch muss weiter aufgearbeitet werden und das Interesse der Transparenz des Prozesses. Frau Ministerin, da fehlen wirklich noch ein paar Infos. Eine Retourkutsche, Frau Freimuth, will ich jedoch hier nicht unterstellen. Und die Frage ist, geht es hier wirklich nur um das Konstruieren einer politischen Verantwortung? Keiner Bagatell, haben Sie gesagt, sei der Datenschutz. Doch geht es Ihnen hier zuerst um den Datenschutz? Denn dann müssten Sie viel konsequenter ein generelles Umdenken in allen Landesministerien und im Übrigen auch in Bundesministerien fordern. Mit welchem Ministerium sind Sie denn überhaupt in der Lage, verschlüsselt via E-Mail zu kommunizieren? Versuchen Sie es. Wenn, dann geht das nur auf höchst unpraktischem Wege. Und alleine die Wege, die Daten zu unserer kleinen Anfrage transportiert wurden, sind vermutlich datenschutzrechtlich haarsträubend. Jeder mit etwas krimineller oder auch geheimdienstlicher Energie hätte vermutlich mit Leichtigkeit die Rektorengelder abgreifen können. Das ist ein Skandal. Jederzeit können brisante Informationen nach außen dringen, und wir merken nur selten etwas davon, weil Herr Lieb und die Nachdenkseiten nämlich solche Methoden wohl eher nicht einsetzen. Kriminelle und Geheimdienste veröffentlichen die abgegriffenen Daten allerdings meistens nicht. Die Öffentlichkeit erfährt selten was davon. Herr Ist Kollege, das dadurch besser, weniger ein Skandal, weniger als die Veröffentlichung auf Nachdenkseiten? Wir müssten vielleicht von allen Ministerien die Ergebnisse von Datenschutzaudits einsehen können, um das zu beurteilen. Wie sehen denn die Datenschutzprozesse in den Ministerien aus? Wir sollten auch fordern, dass alle Ministerien durchgehend zumindest ein Zertifikat nach ISO 27001 mit der Formulierung konkreter und angemessener Forderungen und Zielsetzungen zur Informationssicherheit vorweisen können. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Zimkeit? Ja. Das ist nett von Ihnen. Bitte schön, Herr Zimkeit. Herzlichen Dank. Unabhängig von der aktuellen Diskussion wird mich Folgendes interessieren. Sie fordern die Veröffentlichung der Gehälter der Sparkassendirektoren auf Internetseiten, sagen aber, dass eine Veröffentlichung von Gehältern, und ich spreche jetzt, um nicht missverstanden werden, jetzt nicht was passiert ist, sondern über die grundsätzliche Frage, dass die Veröffentlichung von Gehältern von Universitätsdirektoren, die vom Land bezahlt werden, eine unmögliche Sache wären. Wie bringen Sie diese beiden unterschiedlichen Positionen unter einen Hut? Das ist ganz einfach. Diese Position kann man sehr gut unter einen Hut bringen, weil wir auch für die Veröffentlichung der Rektorengehälter sind. Nur wie schon in dem FDP-Antrag übrigens sehr gut drinsteht, der politische Wille oder die politische Haltung, etwas zu veröffentlichen zu wollen und die aktuelle Gesetzeslage und das praktisch dann auf hintenrum zu machen, das ist natürlich eine andere Sache. Das müssen auch wir Piraten an dieser Stelle akzeptieren. Und wir haben ja die kleine Anfrage gestellt, um eben Licht und um Transparenz zu schaffen, um Licht da reinzubringen, wie die Hochschulrektoren
bezahlt werden. Das war der Auslöser der ganzen Sache. Und an der Stelle hat der FDP-Antrag durchaus recht. Solche politischen Haltungen müssen natürlich im Parlament in Initiativen enden. Und dennoch beim FDP-Antrag dann die Landesregierung aufzufordern, sich an geltendes Recht zu halten, na gut, kann man machen. Ansonsten sagen Sie, Kreis der Personen nachvollziehbar eingrenzen, auch gut. Sicherheit der Datenbank auf den neuesten Stand der Technik bringen, ich komme zum Schluss. Ja, das ist eine nette Forderung, aber natürlich nicht nur die Datenbanken. Über den Beschlussteil beim FDP-Antrag hätte ich deshalb sehr gerne noch im Ausschuss diskutiert bzw. das weiterverfolgt. In dieser Version empfehle ich die Enthaltung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bayer.